Wenn wir jetzt schon um sind, dann... So. Vom Boss stecke ich nochmal kurz eine halbe Minute meinen Kopf aus dem Fenster. Brauchst du für nur eine halbe Minute? Ja, kurz Sauerstoff dann. Ist auch in Dosen, oder nicht? Jo, aber nur aus Berlin. Nee. Tanks hat keinen Sauerstoff. Das lässt ihr mal versichern. Ich glaube, Kohlenmonoxid trifft sie eher. Ich war noch nicht in Berlin und ich sehe nämlich auch nicht nach danach da mal hinzugehen. Das kannst du ja nicht wissen, wenn du noch nicht da warst. Nee. Naja, ich bin jetzt mal eben 30 Sekunden AFK, wo ich nochmal ganz kurz zur Schluss. Ich habe Probleme, da mein Handy-Chat gar nicht connecten kann hier. Wie viele Oberportalsteine kriege ich denn noch? So, jetzt müssen wir erstmal die Besprechung machen. Hm? Dann kann ich ja vielleicht mein Multistrike-Makro eben fixen. Also Gex, Stärkeputzen dabei, gell? Diesmal. Mikrofon aktiviert. So, jetzt höre ich euch auch gescheit hier. Beide Ohrstöpsel rein. Also so viel Marcel auf einmal geht nicht, da reicht ein Ohr, wird ein Ohr schon krank hier. So. Danke. Sehr gerne, kein Problem. Dann streichen wir die 3 Marks, die wir brauchen. Dann passt das. Ach, ich bin ja bei dem Dinge der Warrior, da muss ich ja wegspringen, okay, passt. Die Rolle tauschen. Mal schauen, welchem Char ich dabei bin. Ne, Kurvet haben wir heute Mittag nicht geschafft. Die Delia-Truppe steht der Kaiser noch aus, der HC. Die Midnight, Late Night ist gerade dabei. Musik etwas leise hier. Gex, denkt dran, 2015, wir haben keine Zeit mehr für sowas. Time is running out, ich weiß. So, gut, wir kennen ja alle den Boss, wir haben das schon alles gekillt, wie auch immer. Nur mal kurz zur Erläuterung, wie wir es halt schnell machen. Wo ist denn hier das Kondom? Kondom ist Orientierungspunkt für das Range Camp, dem kuschelt ihr und legt dann die Fallen kontrolliert ab und tretet auch danach nicht mehr rein. Und platziert euch auch so, dass ihr danach nicht reingekickt werdet, egal von der Nova oder vom Ad, wenn es kaputt geht. Jo, Marks sind da, zuerst wird blau getötet, dann wird gelb getötet. Was mal für ganz doofe haben wir heute Mittag auch anscheinend gebraucht. Hier, das hier ist das Mark. Da wird sich dann, wenn die Rangers in der Übergangsphase kuscheln, da werden wir auch die Ads bomben. Genau, hier werden wir auch die Ads bomben. Nach der Übergangsphase, da sammeln wir uns alle, stellen dann Kuppel, haben Trank und Aura Master. Die drei nutzen wir zum Bomben der Ads in den beiden Übergangsphasen. Ist ja ganz einfach. Jo. Und sonst im P4 machen wir zuerst hier den Wächter, ist ja eh klar. Bei Lila wird er getankt, den Wächter, den Blauen. Dann werkeln wir am Gelben rum, währenddessen kommt der Boss runter, wir sammeln uns alle, wir bomben die Ads und dann werkeln wir weiter am Gelben. Wenn das Boss-Ad kommt, wird dann trotzdem auf das zuerst rüber geswitcht. Und dann bis halt der Gelbe tot ist. Wieder zurück zu dem. Gut, letzte Phase, schaut's, Miele ist, dass er nicht zusammensteht. Haupt-Vibe-Grund, Miele stehen zusammen, Macht-Nova und bumm. Ist klar, weil von jedem geht eine kleine Macht-Nova weg. Dann sprengt euch gegenseitig. Sonst schaut, dass ihr den Debuff gescheit raustragt. Das ist auch ein ja, zweiter, also generell so ein Haupt-Vibe-Grund sowieso, dass der Debuff nicht gescheit rausgetragen wird. Wir haben es dann immer so gemacht, 4-4-7-4. Heute, genau, 4-4-7-4, genau. Heute Mittag haben sie es halt auch gemacht mit 4-5-7-4. Es ist eigentlich scheißegal wie. Hauptsache, ihr tut diesen Scheiß raustragen. Wir haben kein 8, kein 9, das möchte ich nicht sehen, das ist scheiße. Und ja. Ganz einfach, Debuff gescheit auftragen, die Fallen richtig platt absetzen oder nicht reinsteigen und so weiter, dann passt's. Und ich gebe, achso, ich wollte schon sagen, diesem Tank, diesmal bin's ich, einen Totenkopf, ich nehme immer den Debuff, ich springe weg, springe hin und her. Wenn ihr den Debuff raustragen müsst, egal in welcher Phase, schaut, dass ihr nicht zum Totenkopf lauft. Da ist dann das Mal des Chaos, glaube ich, heißt es beim Krieger, was auch immer. Und dann, wenn ihr da in der Range seid, kaboom, tot. Das ist scheiße, da haben halt viele Brain-AFK-Milis das gemacht, einfach zum Tanking gelaufen. Schauen wir mal kurz, ob
eigentlich unser Schurke, der eigentlich auch immer mit dabei sein möchte, eigentlich da ist. Mal. Z. Ah, nee. Ich glaube nicht, ne? Haben wir eine Frau hier? Ich hoffe doch. Ich bin eine Frau. Hi. Ich hab Brüste. Brüste zeugen nicht gleich von Weiblichkeit. Nee. Doch! Hast du einen Penis? Gex, nimm mich mal bitte mit, musst DPS testen, 40k sind drin. Was oder wie bist du nochmal? Wir haben ja noch Platz in der S18. Können wir machen, also habe ich immer so bei 18 die Gruppe, dass wir plus minus noch ein paar Leute adden können oder removen können. Ja. Wenn ich dich... Nackedai ist gut. Klingt guter Name. Ich kenne den Nackedai-Kanal von King of Queens. Ja. Kann einer bitte sagen, das Deck raustragen? Ja. Jetzt sag's ja mal, Gag sagt er mal. Falsch, sogar falsch geschrieben, ja, läuft. So schlecht. Kick. So, und generell so allgemein hier Regeln. Wenn einer AFK gehen muss, bitte Bescheid sagen. Nicht unbedingt für den AFK. Wir können dann gemeinsam eine kleine Pause machen, falls wir uns gegenseitig auf den Sack gehen, ein bisschen Luft schnappen. Aber nicht einfach AFK gehen. Das ist immer scheiße. Da müssen die anderen 17, 18 Leute warten. Das ist echt beschissen. Und generell sollte auch geprepottet werden. Ist klar, ist kein Mischstück hier. Ist normal HC, aber trotzdem, wir sind in einer fucking Random-Gruppe zusammengewürfelt aus irgendwelchen komischen Leuten. Und von daher muss trotzdem sein Bestes gegeben werden. Flask sowieso klar, Pre-Pots und Essen wird ja eh gestellt, von daher alles Raid-Grundregeln, die erfüllt werden müssen, um zu raiden. Ist ja doch ein Endboss eines aktuellen Raid-Contents etc. Na gut, genug gelabert, Schnauze voll, dann machen wir mal einen Check hier. Ich würde gerne noch mal kurz außen einloggen, weil so viele Chatfenster hier sind bei mir. Und das verlangsamt dann wow. Jo, alle sind ready. Ich logge mir schnell außen ein und pull ich sofort. Warte, buffst du mal Werte? Nein, nicht minus 5. Okay, minus 12. Guck mal, was die Nachtraid-Truppe schafft. Minimum 3 HC Clear ID stehen hier an. In der Woche. So. Das macht man danach. Nike, da wir probieren es jetzt mal und dann machen wir das. Gut. Fingst du eigentlich immer an mit dem DK schon, oder? Oder ich? Ja, ich hab's aber zumindest immer versucht. Genau, ich kann ja... Kennst du ja mit dem in die Gruppe rennen und... Genau, lass mich machen, Finger der Range DPS. Ich kann zurückspringen. Dann kannst du dann direkt spotten. Ich kann direkt jumpen und Krieger. Musst du nicht laufen, dich nicht quälen. Also, ja, das ist nicht das Problem. Das ist halt der nervösen Finger, der kommt da rechts. Egal, ich mach trotzdem mal. Also, dann Jungs, Mädels. Fokussieren und konzentrieren. In der Scheißtheorie wissen wir. Setzen wir sie in die Praxis um. Auf geht's. Prepare to fight. Come on, guys. Time is running out. We can do it now. Pulling in. 3, 2, 1, fight. Jetzt lacht er gar nicht. Boah, steht. Auf geht's. Konzentrieren, Jungs, Mädels. Und bewegen. Die nächste lieber auf raustragen. Kannst du spotten schon mal? Hatte ich eigentlich schon. So. Dann spotte ich nochmal, kann das Ad nehmen. Dann gehe ich gleich spazieren. Bewegen. Du
drüber springen. Spotte. Ui, 87% erste Nova. Ui, das schaut schlecht aus mit Schaden, das nicht. Schau mal. Was habe ich? Spott nur mal kurz zwischen. Jo, wenn das da ist. Ist da. Raus, steht die Waffe. Ne? Hab schon wieder zurückgespottet. Bewegen. Rüberspringen, gegenlaufen. Bewegen. Hab wieder. Abpass. Bewegen. Passt. Der nächste Debuff raus. Hab ihn wieder zurück. Bewegen, bewegen. Drüber springen, gegenlaufen. Und bewegen. Hab wieder. Hab was kurz. Ja. Bewegen. Hab zurück. Nächste Debuff raus. Kann ich raus. Ja, witzig, ihr müsst doch nach vorne gehen. Bewegen, bewegen. Oh, Leute. Stacks mittlerweile. Leute, Debuff, rausbringen. Was wurde denn gesagt am Anfang? Rüberspringen, gegenlaufen. Und laufen, laufen. Hab. Hab. Und bewegen, bewegen. Geh erst bitte nur auf Ansage. Nicht zu raushauen. Wir brauchen es vielleicht. Hast du wieder gespottet zwischen? Aber ist eh egal, wir legen uns hin. Das machen wir nochmal gescheit. Bewegen, bewegen. Legen wir uns hin, ich vibe. Sind 3-4 tot, das ist scheiße. Gut. Ich hab nochmal das angeschaut. Ihr müsst nach vorne raus, nicht nach hinten, sonst werdet ihr weggeportet. Wieder reingeportet. Ja, das Ding ist, in der zweiten Phase habt ihr den Kreis um euch herum, wenn ihr den Debuff bekommt. Wenn ihr außerhalb dieses Kreises geht, dann werdet ihr wieder zurück auf diese Mittelposi geportet, wo ihr den Debuff bekommen habt. Deshalb einfach. Deshalb müsst ihr am Rand stehen bleiben. In der zweiten Phase aber nur, wo ihr halt gekickt werdet. Also das heißt, wenn man dieses gebrandmarkt hat, man kann ja eh nicht nach vorne oder so raus. Das heißt, man stellt sich einfach an der Seite und der Rest geht rüber. In der zweiten Phase hast du einen Kreis auf dem Boden, der ist so ein bisschen flammend, gelblich. Genau. Und da stellt sich einfach am Rand, wo halt keiner ist. Und dann das war's dann. Dafür stelle ich sogar ein Fest mal. Ich weiß, dass wir bei der Machtnova, habe ich gesehen, haben viele Ticks abbekommen. Der Gegenlauf zumindest hier. Es sind zu viele, haben Ticks bekommen hier. Memilis sage ich nichts. Klar, aber bei Rangers ist es viel einfacher, dagegen zu laufen. Ist auch viel unnötiger Schaden reinbekommen. Schauen wir das gerade mal bei Walker Vlogs an. Ups. Was ist denn noch für Blödsinn gemacht worden hier? Gut, mal das Chaos, der Karnation, mal das Chaos. Gut. Achso, du bist reingestoßen worden hier von der Machtnova. In mich direkt. Da konnte ich nichts mehr machen. Gerade als die Debuff ausgelaufen ist, bist du mich reingestoßen worden. Deswegen bist du gestorben vom Tank-Debuff. Genau, ansonsten wurden die Stacks zu spät rausgetragen. Genau. Aber kriegen wir hin, Jungs, Mädels. Das war der erste Try. Wir müssen es ja einspielen. Wir kennen die Bosse zwar, aber nicht in dieser Kombination. Schluss schaut aus. Das ist immer das Geheimnis und die Herausforderung. Gut.
einzige Problem ist, dass der Boss immer gleich bleibt. Genau, der spekt manchmal um, ja. Werte-Buff fehlt, also mir zumindest noch.